Wir gehen jetzt als erstes zu unseren Katzenhäufern. Die haben hier alle ihr Häuschen mit immer so einem Außenbereich dran. Das ist unsere Katzenpension, wo wir jetzt auch hauptsächlich zu den Urlaubszeiten hier die Katzen versorgen. Die haben jeweils immer auch einen Innenbereich und einen Außenbereich. Super schön erstmal. Für mich als Hundebesitzer war das sowieso ein spannendes Thema. Es hat mich gefreut, deswegen auch mal ein Dankeschön an das Tierheim für so eine schöne Rundführung. Also wir haben Katzen, wir haben Kleintiere und wir haben Hunde. Die gehören hier zu den Bewohnern im Tierheim. Also hier sind wir im Kleintierbereich. Wie läuft denn das eigentlich ab, wenn man so Interesse an einem Hund hat? Kommt man dann einfach vorbei oder macht man da einen Termin? Also am besten ist immer, wenn man über unsere Homepage geht und dort schaut, für was man sich interessiert, Hund, Katze oder Kleintier, dann kann man uns per E-Mail anschreiben und wir beantworten die dann und fragen schon mal, also wir klären dann schon mal erste Details. Wenn das alles passt, laden wir dann zu einem Besuch ein und schauen uns das Ganze miteinander an. Ich stelle es mir auch wahnsinnig schön vor, wenn man dann einem Hund hier helfen kann und dass eine gewisse Bindung aufbaut und dann mit dem Tier so ein bisschen zusammenwächst. Genau. Das ist für mich ein schöner Gedanke. Also wir machen das in der Regel so, wir haben eine Hundetrainerin hier und sie begleitet auch die Leute auch danach dann, ne? Wenn die Hunde zu Hause sind, also das machen wir alle, aber hauptsächlich, wenn es jetzt ein Hund ist, der schon eine Problematik hat, dann wird auch noch nach der Vermittlung geholfen. Es ist schon toll, was hier alles für Hunde sind und ich glaube, für jeden, der da Interesse hat, wäre es auch einfach mal schön, vielleicht mal hier vorbeizugucken, weil hier sind echt tolle Hunde, die auf ein schönes Zuhause warten. Ja, ich glaube, das hast du schon gemerkt. Ja, der Kangal hat es mir schon angetan. Also ich finde es echt faszinierend, wie da so ein riesiges Tier, was haben wir gehört, 79 Kilo, wie der einfach so verschmust sein kann. Das ist schon was Schönes und Beeindruckendes. Das ist unser Haus 2. Also auch hier nehmen wir Pensionshunde auf. Und auch Hunde, die dann einfach auch zur Vermittlung stehen. Ne? Natürlich auch. Also die Hunde haben einen Außen- und einen Innenbereich. Im Innenbereich stehen ihre Körbchen, dort, wo sie dann auch schlafen. Alle Innenbereiche sind klimatisiert im Sommer und im Winter sind sie beheizt. Die Räume werden täglich, also die Zwinger werden täglich natürlich sauber gemacht. Laut? Na richtig, ja. Das ist unser Haus 4. Das modernste und neueste. Also das ist schon schön für die Hunde. Auch da Innen- und Außenbereich. Was eher selten ist, es gibt auch Fundhunde, die irgendwo gefunden werden, die dann hierher gebracht werden und wo sich dann einfach keiner meldet. Wir haben Hunde, die beschlagnahmt werden wegen schlechter Haltung. Also oder haben vielleicht einen Vorfall gehabt, haben gebissen und werden deshalb hier abgegeben. Genau, und dann einfach Abgabe. Also wenn es aus verschiedenen Gründen, entweder man kann den Hund nicht mehr halten, es wird zu viel mit dem Hund, also unterschiedlichste Gründe. Es gibt auch, manchmal trennt sich ein Paar und keiner von beiden kann den Hund nehmen oder man wird zu alt für das Tier. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum ein Tier hierher kommt. So sieht dann im Prinzip der Innenbereich aus. Hauptsächlich sind es natürlich die Häuser, die einfach immer mal wieder also renoviert werden müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Haus 2 haben wir gerade massiv das Problem, dass die Fliesen kaputt gehen. Das Haus muss dringend gestrichen werden. Im Haus 3 hier hinter uns müssen die Platten eigentlich dringend gemacht werden. Auch innen muss gestrichen werden. Wir renovieren gerade aktuell ein Haus, was einfach schon in die Jahre gekommen ist. Und unsere Hundequarantäne muss dringend auch renoviert werden, komplett. Also wir werden das Geld für den kleinen Django verwenden. Das ist ein Mikrobully. Der ist erst 10 Monate alt, aber durch seine Zucht, weil es einfach eine absolute Qualzucht ist, hat der schon jetzt mit 10 Monaten massive Ellenbogenproblematiken.
Und auch die Luft, dadurch, dass ne, von der französischen Bulldogge, hat er auch ein massives Luftproblem und bereits auch schon eine kaputte Hüfte.